Da geht überhaupt nichts voran und da darf man auch nichts von dem glauben, was der Kanzler versprochen hat. Der Kanzler hat ja im vergangenen Jahr, war das schon, eine Abschiebeoffensive versprochen. Das Einzige, was tatsächlich angetreten ist, ist eine Einreiseoffensive, und zwar aus Afghanistan, gefördert vor allen Dingen durch das Auswärtige Amt, durch das Ministerium von Frau Baerbock und freundlich ignoriert vom Innenministerium, nämlich von Frau Faeser. Da tut sich überhaupt gar nichts. Ich bin der festen Überzeugung, es muss erst eine andere Bundesregierung her, bevor sich in der Abschiebepolitik wirklich etwas ändert. Ich verstehe auch gar nicht, warum immer Leute erst schwere Straftaten begehen müssen, bevor sie abgeschoben werden. Wer hier nach Deutschland kommt und keinen Schutzstatus genießt, der hat das Land sofort wieder zu verlassen. Dazu wird er mehrere Male aufgefordert. Wenn er das nicht tut, müssen wir ihn abschieben. Das muss die deutsche Lebenswirklichkeit endlich werden. Aber bislang ist davon nichts zu sehen. Ja, man kann natürlich etwas machen. Man kann diese Personen in Gewahrsam nehmen. Was ist die Lebenswirklichkeit? Der Sozialminister des Landes Baden-Württemberg schläft den Schlaf der Gerechten oder Ungerechten, je nach Perspektive, und er schafft keine Therapieplätze. Das heißt, die Leute werden einfach freigelassen. Das volle Risiko dieser Schlafmützenpolitik trägt die deutsche Bevölkerung, die das alles ertragen muss. Und manchmal hat man ja den Eindruck, man wartet förmlich darauf, bis jemand getötet wurde, damit man dann endlich diese Person einsperren kann, statt vorher schon gefahrenabwehrend tätig zu werden.